So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich weiter mit RS4 Limo 2.0 mal. Und zwar kann ich euch heute verkünden, ein Traum wird wahr. Und zwar habe ich ja in etlichen Videos schon immer davon geschwärmt, dass an den Fensterscheiben noch Gewichtseinsparpotenzial ist. Allerdings würde ich niemals an diesem Auto Makrolon oder Kunststoffscheiben verbauen, weil die einfach nicht seriennah genug aussehen. Jetzt kommt auch noch dazu, Seitenscheiben in Makrolon wird definitiv nur gehen, wenn man sie starr macht. Das heißt, man kann sie nicht mehr hoch und runter fahren. Das heißt, das Thema ist eh schon mal durch. Frontscheibe Makrolon geht auch nur mit einer Stütze in der Mitte. Würde ich gar keinem empfehlen. Und auf die Heckscheibe kommt es auch nicht mehr drauf an. Und dann hatte ich ja mal was erzählt von sogenannten dünnen Glas. Das heißt, eine Scheibe besteht ja immer aus zwei Scheiben innen und außen und dazwischen ist eine Folie und diese einzelnen Scheiben könnte man von der Stärke her dünner machen. So, das hatte ich in irgendeinem Video Anfang des Jahres mal verkündet und dann ist tatsächlich die Zentrale Autoglas auf mich zugekommen. Wir sind jetzt hier in der Zentrale in Melle. Normalerweise werden hier primär Bus- und Lkw-Scheiben getauscht. Und Lars und Helge sind auf mich zugekommen und hatten die Idee, sie könnten eventuell für uns dünnere Frontscheiben bauen. So, aus dieser Idee ist mittlerweile ein Konzept entstanden und das Ganze gucken wir uns heute jetzt mal an. Das heißt, wir haben den Plan, mit der Frontscheibe anzufangen. Man kann das in Zukunft natürlich noch auf weitere Scheiben ausdienen, aber wir wollen auf jeden Fall mit der Frontscheibe anfangen. Wir sind heute in der Zentrale, hier werden nicht die Scheiben gefertigt, sondern das ist eigentlich nur ein Lager und eine Montagestelle. Aber wir lassen uns mal so ein bisschen überhaupt den Aufbau von der Scheibe erklären und gucken mal, was man da so sparen könnte. Ich hoffe, eine Originalscheibe ist auch hier, denn ich habe nämlich die Waage mit. Dann können wir nämlich auf jeden Fall schon mal wiegen, was diese Originalscheibe wiegt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. So, und schon sind wir im Lager angekommen. Jetzt stelle ich euch als erstes mal Lars und Helge vor. Moin, grüß dich. Moin. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen von unserer ersten bzw. meiner Idee erzählt und dass ihr dann auf mich zugekommen seid, weil ihr das Ganze vielleicht umsetzen könnt. So war zumindest Anfang des Jahres. War Anfang des Jahres? Anfang des Jahres, ja. Die erste Idee. So, jetzt sind wir hier in Melle bei euch im eigentlich Zentrallager. Korrekt, ja. Ich habe schon mal so grob angerissen, ihr macht eigentlich primär Busscheiben. Also unser Hauptgeschäft ist die Busverglasung, aber wir machen im Grunde alles, was Glas hat und irgendwie auf Straßen unterwegs ist. Also eigentlich alles. Lkw, Pkw, Wohnmobile, Arbeitsmaschinen. Ja, man sieht hier im Hintergrund schon so ein bisschen, die Busscheiben sind ein bisschen größer, ne? Da kommt Freude beim Einkleben ein. Ja. Wo fangen wir an? Herstellen Scheiben tut ihr gar nicht. Nee, selber. Nein. Also wir konzentrieren uns wirklich auf den Einbau von Scheiben, ja. auf den Großhandel und speziell dann halt haben wir die Partner weltweit verteilt, die dann halt entsprechend die passende Scheibe für uns produzieren. Mhm. Mir war der Begriff Zentrale Autoglas vorher noch gar nicht so bekannt, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ihr viel mehr auf dem Bussektor unterwegs seid als auf dem Pkw-Sektor, ne? Ja, also wir konzentrieren uns wirklich so auf den Nischenmarkt so ein bisschen. Uns gibt es schon seit über 30 Jahren mittlerweile. Haben damals angefangen mit dem Handel und dem Import von Glas für japanische Pkws, Amis. Mhm. Das war zu der Zeit sehr schwierig, Glas für die Autos zu bekommen. Und daraus haben wir uns halt immer so durchgehangelt, sag ich mal, von Nische zu Nische und dann halt auf diese einzelnen Bereiche spezialisiert. Und Montage bietet auch an? Ja. Das heißt nicht nur hier vor Ort, sondern auch mobil unterwegs? Mobil, deutschlandweit. Überall. Unterwegs. Wie viele Scheiben gehen hier so im Jahr durch? Das sieht ja schon nach ein bisschen mehr aus. Also insgesamt, das ist halt die Bank durch unterschiedliche Produktgruppen, liegen wir bei ungefähr so 30.000 Stück. Okay. So, ihr meintet ja, ihr habt eine originale Scheibe besorgt. Ja, okay. Auf jeden Fall eine Scheibe, die in der Erstausrüstung war. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns die als allererstes an. Ja, dann los. So, jetzt sind wir hier bei euch in der Montagehalle. Ja, genau. Ja, René, du wolltest eigentlich noch in Urlaub fahren nächste Woche, ne? Da können wir gleich alle zusammenfahren, glaube ich. Ist das 7,5 oder ist das schon ein Lkw? Das ist noch 7,5. 7,5 Tonnen, ja. Ja. Wäre bei mir eh egal, ich darf alles fahren. Ja, du, ich aber nicht. Wobei ich darf auch 7,5 nicht, ich darf ja nur 3,5. Ne? Ja. Aber Güte, damit so ein Roadtrip, das wäre nochmal in der Vermietung oder sowas nicht zu bringen. Nee. Kann man aber bestimmt organisieren, wenn du mal Bock hast. Das heißt, was wird in so einem Fall jetzt bei euch hier gemacht? Weil ich sehe, da vorne ist die Scheibe raus. Ja. Da werden also Seitenscheiben bereinigt. Das sind ja Thermoscheiben, die man so aus dem Wohnzimmer kennt. Mhm.
Und durch die Vibration vom Fahrzeug kann das passieren, dass sich die Verklebung löst. Und dann beschlagen die von innen. Das heißt, wir bauen sie komplett aus, schneiden sie auseinander, wird alles aufbereitet, also poliert und schön sauber gemacht. Da kommt ein neuer Abstandshalter rein, sie werden neu verklebt. Ah, das heißt, die sind richtig doppelglasig mit Luft zwischen. Genau. Und dann ist mit der Zeit Aquarium dazwischen. Dann, also gibt es auch, dass sie halb voll Wasser stehen. Das kommt auch vor. Und das heißt, es gäbe sonst die Möglichkeit, einfach eine neue beim Hersteller zu kaufen und ihr nehmt die richtig auseinander, sauber machen. Ja. Recycling quasi. Cool. Recycling. Ist wesentlich günstiger und man hat eben auch einige Wohnmobile dabei, wo man kein Originalglas mehr kriegt. So, echt? Die sind natürlich froh, wenn wir die Scheiben aufbereiten können. Und wo wir gerade beim Thema sind, was ihr so alles anfertigt, ich habe gesehen, ihr macht theoretisch auch Makrolonscheiben, Plexiglasscheiben, ne? Wir machen auch Makrolonscheiben, hauptsächlich als Notverglasung. Das heißt also, wenn irgendwo ein Reisebus steht und der steht in Osnabrück und hat eine Seitenscheibe kaputt und wenn die Scheibe so schnell nicht da, können wir mit einer Makrolonscheibe den Zug kleben, dass er wieder fahren kann. Reisebus und Seitenscheibe kaputt erinnert mich immer an das Video, wo der Typ hier sein Ski und das Ding einmal im Skigebiet da reinsägt. Ne? Ja. Okay, nee, ich habe gerade noch gesagt, in mein Auto bzw. die Limo auf gar keinen Fall Makrolon. Passt einfach irgendwie nicht, deswegen sind wir jetzt auch heute hier. Aber es gibt bestimmt das eine oder andere Auto, wo man sowas vielleicht auch nochmal anwenden könnte. So, das ist jetzt die originale Limo-Scheibe. Korrekt. Richtig. Original heißt, welcher Hersteller ist das jetzt? Das ist eine von der Firma Pilkington. Das ist also Pilkington, okay. Ja, der Hersteller, der auch damals die Limo quasi bei Audi ausgestattet hat. Wo werden die produziert? Wo kommt das her? Es gibt Werke natürlich dann weltweit verteilt. Das entscheidet sich immer so ein bisschen nach Durchlaufmenge und Bedarf. Also gerade in dem Fall war in den 2000ern Bedarf wahrscheinlich wesentlich höher, als es jetzt der Fall ist. Von daher kann das aber durchaus sein, dass das von Jahr zu Jahr wechselt, dass dann halt die Produkte in Werke verlegt werden, die dann halt auch besser oder flexibler ausgerüstet sind, wenn es dann um kleinere Mengen geht. Ne? So, jetzt müssen wir die Zuschauer erstmal einmal abholen, wie so eine Frontscheibe überhaupt aufgebaut ist. Ja, also man sieht immer recht viel, ne? bei einer Scheibe. Gibt dann auch die einzelnen Bereiche, die unterschiedlichen Funktionen haben. Also wir haben natürlich erstmal die Form. Bei der Form gibt es nicht viel zu sagen. Das ist dann halt vorgegeben von den Herstellern, hat dann Designgründe oder dann halt entsprechend die unterschiedlichsten Beweggründe, warum die Scheibe genauso von der Form ist. Da können wir natürlich auch nicht groß was ändern, weil die soll ja auch wieder passen und vernünftig sitzen im Fahrzeug. Und dann gibt es halt so einen gewissen Grundaufbau. Frontscheiben sind mittlerweile vorgegeben alle in VSG. Das heißt dann, ja, Verbundsicherheitsglas. Verbundsicherheitsglas, okay. Genau, das heißt Aufbau, ich habe zwei Scheiben und zwischen den beiden Scheiben dann halt eine Folie, die dann die beiden Scheiben verbindet und dann halt diesen Sicherheitsaspekt darstellt. Das heißt, wenn vielleicht schon mal jemand gesehen, wenn eine Scheibe reißt, dann fällt sie nicht raus oder in 1000 Einzelteile, sondern bleibt halt immer in der Form stabil. Das ist aber nur bei der Frontscheibe so? Das ist mittlerweile nicht nur bei der Frontscheibe, es gibt mittlerweile auch gerade hauptsächlich im oberklassigen Segment auch Seitenscheiben, die so gebaut werden, hat hauptsächlich akustische Gründe, aber ja, also normalerweise nur bei der Frontscheibe. Okay, das heißt, wir haben eine äußere Lage, eine innere Lage und dazwischen ist eine Folie. Genau, die Folie hat eine gewisse vorgegebene Stärke, die ist 0,76 mm dick, das ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Also schon dick für eine Folie. Schon dick, ja, wenn man die in der Hand hat, dann merkt man das auch, wie dick der ist, sehr reißfest auch, also hat dann halt auch so diese Sicherheitseigenschaften, die gebraucht werden. Ne? Was sehen wir sonst so? Ne? Wir haben einmal den schwarzen Siebdruckrand. Der hat die Hauptfunktion eigentlich, mittlerweile sind fast alle Scheiben verklebt im Fahrzeug, dass man halt die Kleberaupe nicht sieht, die Klebenaht nicht sieht. Die wird gleichzeitig gegen UV-Einstrahlung geschützt, Verwitterung. Und wie gesagt, der Hauptgrund ist eigentlich mehr oder weniger ein optischer. Das heißt, das ist richtig drauf gedruckt auf das Glas? Ja, das wird während der Produktion gemacht. Das ist ein Emailledruck. Emaillefarben, die dann halt entsprechend aufgebracht werden und während der Produktion auch eingebrannt werden. Das heißt, ich kriege die auch nicht mit einem Schaber oder was auch immer runtergekratzt, sondern die ist fest mit dem Glas selber verbunden. Hat das einen Grund, warum das auf der Innenseite von der Scheibe ist? Also man könnte es ja auch dazwischen machen? Ja, du hast natürlich auch zusätzlich noch einen Haftuntergrund. Ne? Also du hast natürlich, wenn du dann verklebst, hast du natürlich dann gleichzeitig auch noch eine haftende Eigenschaften und wie gesagt zusätzlich dann halt auch eine optische Grund. Und dieser Übergang von vollflächig auf so, ich sag jetzt mal, gepunktet? Ja, das ist dieser Raster-Siebdruck,
Das ist, hat rein optische Gründe. Also das hat jetzt kein technische Bewandtnis. Okay. Da gibt es auch unterschiedlichste. Das ist halt häufig auch von den Herstellern vorgegeben, wie viele Punkte, wie groß sollen die Punkte sein. Aber das ist, wie gesagt, hauptsächlich auch optische Beweggründe. Jetzt sehen wir hier ein E-Prüfzeichen. Ja. Müssen beim Auto alle Scheiben rundum geprüft sein? Ja. Okay. Genau. Das ist das, ja, das E-Prüfzeichen gibt halt vor oder besagt dann halt, dass die Scheibe für den Fahrzeugverkehr, Straßenverkehr zugelassen ist. Mhm. Gibt dann einen relativ großen Prüfkatalog, nachdem dann halt die Scheiben auch abgeprüft werden und getestet werden müssen. Und dementsprechend muss dann halt in diesem Logo dann halt mit den einzelnen Ziffern dann halt diese Prüfung bestätigt werden. Jetzt gerade auch im Kopf. Genau, logisch spiegelverkehrt dann von hinten. Und ja, dementsprechend ist das einmal quasi der. Dahinter gibt es halt auch immer eine Dokumentation. Also wenn ich tatsächlich jetzt eine Zulassung auch durchführe, dann muss das halt entsprechend dann halt auch immer in der Dokumentation belegt werden mit den Testberichten und so weiter. Relativ aufwendig. Ihr habt aber bisher keine eigene Marke, sondern verkauft eigentlich alle Scheiben querbeet. Genau. Nach Verfügbarkeit und so weiter. Ja, das gibt dann unterschiedliche Gründe, ne? Warum man welche Scheibe wo produzieren lässt, kaufen lässt. Und dementsprechend kann man da nicht sagen, dass wir nur einen Lieferanten oder einen Hersteller im Programm haben. Das ist sehr, sehr vielfältig, ob es Qualität ist, ob es Lieferfähigkeiten sind, ob es. Da gibt es tausend so, Möglichkeiten. Bevor wir jetzt mit dem Thema Leichtbau anfangen, gucken wir erstmal, was die Scheibe überhaupt wiegt. Weil einige werden sich jetzt bestimmt sagen, ach, was willst du da jetzt an der Scheibe groß sparen? Ne? Wiegt ja nur 2 Kilo so ein Ding. Ne? Aber das täuscht immer, wie schwer dann doch so eine Scheibe ist. Ne? Ich habe natürlich zufälligerweise meine Waage mal wieder mit. Das musste jetzt sein. Ne? Aber dreh das mal um für mich. Guck mal, das ist schon wieder schwerer geworden hier von Video zu Video. So, jetzt müsste mir einer mal die Scheibe reichen. Witzig wäre jetzt Klung kaputt. Sag mal 11,7. 11,7 Kilo. Da, wenn man sie in der Hand hat, merkt man es auch, wie schwer die ja doch ist, ne? Ja. Aber ich finde 11,7 Kilo ist dann schon Gewicht in so einem Auto, ne? Also man rechnet einfach beim Auto oder beim Glas rechnet man Quadratmeter Scheibe, Millimeter dick sind ungefähr 2,5 Kilo. Mhm. Weil Glas einfach eine extrem hohe Dichte hat und somit schwer ist. Ne? So, nun, das heißt, wenn wir diese Scheibe leichter gestalten würden, du sagtest machen ja, wir sie kleiner. Genau, wir machen sie kleiner und setzen uns die Sonnenbrille auf. Ja. Genau. Die Stärke der Folie ist ja gegeben, das heißt, die können wir eh nicht variieren, dann bleiben ja eigentlich noch die beiden Dicken von dem Glas. Richtig. Wie dick ist diese Scheibe? Knappe 5 mm. Knappe 5 mm, das heißt 0,7 war die Folie. 0,76, genau. Das heißt, zweimal 2,1 mm Glas. Ja, richtig. Also der Glasaufbau ist häufig symmetrisch. Das heißt, beide Dicken sind identisch. Mhm. Und da gibt es dann halt die Glashersteller generell fahren halt nur so gewisse Dicken. Das heißt, ich mache nicht 2,1 und 2,2 und 2,3, sondern dann sind die Sprünge halt ein bisschen größer. In dem Fall sind das dann halt 2,1 mm mal 2 plus 0,76. Da kommen wir halt auf diese knappe 5 mm Gesamtdicke. Und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das noch in dünner zu bauen. Ja, das ist so ein Trend auch allgemein in der Automobilindustrie, wird auch viel von der Elektromobilindustrie so ein bisschen vorangetrieben. Da geht es dann halt generell, wo spare ich am Fahrzeug wie Gewicht ein. Und da gibt es dann halt auch viel Forschung und viel Ideen, wie man was dünner machen kann. So natürlich dann halt auch in dem Fall. Das heißt, es kann auch passieren, dass es jetzt schon Autos gibt, die Serie eine dünnere Scheibe als das haben. Ja, ja. Bestes Beispiel ist der 3-Liter-Lupo, den es damals mal gab. Also der 3-Liter-Lupo hatte als 3-Liter-Version eine dünnere Frontscheibe als der normale Lupo. Da hat also VW damals schon mit angefangen. Hat sie nicht so wirklich durchgesetzt, aber ich glaube, hat keinen gejuckt. Ich glaube auch die meisten 3-Liter-Lupos, die irgendwann mal eine neue Scheibe gekriegt haben, haben jetzt die normale drin. Ja, ja. Aber in der Erstausstattung waren die Scheiben dünner als die Original. Was ich halt an dem ganzen Projekt so cool und spannend finde, ist, dass die Frontscheibe ja mehr oder weniger schon als, ich sag jetzt mal, Verschleißteil zählt. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ist im Schnitt eine Scheibe in so einem Auto drin? Kommt unterschiedlich, die, ne? Kommt auf die Kilometerleistung an, kommt auf an, wo die Kilometer gefahren werden. Aber ich könnte mir vorstellen, so, wenn man wirklich alle Autos komplett über den Kamm zählen würde, wahrscheinlich 3-4 Jahre so eine Scheibe drin, wenn es hochkommt, ja. So in der Nähe. Weil es gibt ja schon einige, die brauchen 2 pro Jahr. Ja, man muss auch immer gucken, wann tauscht man die Scheibe aus. Tauscht man die Scheibe aus,
wenn sie einen Riss hat, oder tausche ich die Scheibe aus, wenn die Oberfläche verschlissen ist und ich in die Sonne fahre und tausend Kratzer Steinschläge und irgendwelche Spiegelungen sehe. Das ist dann einfach Verschleiß der Frontscheibe. So, okay. Das heißt, unser Plan ist, wir wollen diese Scheibe in dünner herstellen. Was denkt ihr, in welche Richtung geht das? Aus 2.1, 2.1 von der Stärke her? Also unser Ziel ist das, das müssen wir mal mit der Produktion genau gucken, was machbar ist, aber dass wir so mindestens 1 mm an Glas sparen. Mhm. Und dann hängt das natürlich genau davon ab, wie groß ist die Scheibe von der Geometrie, Form und so weiter, wie viel Ersparnis wir tatsächlich bei rumkommt. Ne? Das heißt aber, die Scheibe wird am Ende 1 mm dünner. Das ist das Ziel, ja. Und in Bezug auf Passgenauigkeit, Einkleben, Steifigkeit von der Karosse und so weiter? Mhm. Also grundsätzlich ist das ja so, das haben wir eben schon besprochen, dass alle Scheiben die DE-Zulassung haben müssen. Also alle haben die gleichen Prüfkriterien und so ist das natürlich auch, wenn ich die Scheibe dünner mache, habe ich trotzdem die gleichen Prüfkriterien mit Durchschlagsfestigkeit, Steifigkeit, Festigkeit und so weiter. Und da verlieren wir bei 1 mm Glas keine Festigkeit, Steifigkeit, so dass wir da gar kein Problem die sehen. Die Steifigkeit erhält die Scheibe durch die Form. Und wir sehen ja, die Scheibe ist ja nicht komplett plan, die hat ja in beide Richtungen einen Bogen und dadurch wird sie eben steifer. Also wie mit dem Blatt Papier, wenn ich ein Blatt Papier zuhalte, wackelt es, aber wenn ich ein bisschen drehe, habe ich Stabilität und das ist beim Glas genauso. Okay, das heißt für uns kommt nur in Frage auf jeden Fall mit Zulassung. Und wenn mit Zulassung hat es alle Tests bestanden, das heißt, es wird auch in der Karosse auf jeden Fall noch steif genug sein. Ja, kann man so sagen. Ja, definitiv. So, du sagtest gerade Form. Was muss ich mir bei der Produktion überhaupt vorstellen? Kommt da flüssiges Glas in so eine Form rein fertig oder wie wird so eine Scheibe grob hergestellt? Nein, also es kommen Platten, die komplett plan sind, Glasplatten, die werden zugeschnitten. Halt eine äußere, eine innere Scheibe. Die werden dann in die Form gelegt, erhitzt und dann habe ich nachher diese Form. Verstehe. Man sagt auch Schwerkraftbiegeverfahren. Ne? Das ist, gibt halt verschiedene Biegeverfahren. Im VSG-Bereich ist ursprünglich Schwerkraftbiegeverfahren. Das heißt, ich habe einen Prozess, die Scheibe läuft auf dieser Biegeform durch den Ofen. Mhm. Über eine gewisse Zeit, unterschiedliche Temperaturen, verformt sich dann halt das Glas passend zu der Form, wie sie es nachher haben soll. Und dementsprechend ist ein bisschen wie die Nudeln im Kochtopf. Genau. Weil ich so oft koche. Ja. So, okay, cool. Also wir sind natürlich bei dem Ganzen schon ein bisschen weiter. Als nächstes geht es nach Polen in die Fabrik von Nordglas. Ja. Wir können an der Stelle verkünden, das Ganze hat auch schon bei euch einen Namen bekommen, wie man an Helges Outfit heute unschwer erkennen kann. Und zwar heißt das Ganze Lightglas. Aus dem Ganzen ist mittlerweile ein großes Projekt geworden, das heißt, es wird nicht nur diese Limo-Scheibe geben, weil es wird etliche bestimmt jetzt gerade schon, ich denke, viele grummeln gerade schon, wo es die Scheiben noch überall für geben könnte. Mhm. Ja. So, aber ich würde sagen, als allererstes gucken wir uns mal an, wie unsere Lightglas-Scheibe in Polen im Werk produziert wird. Können wir machen. Das heißt, wir beamen uns mal einmal kurz an die Ostsee rüber und gucken mal, was da so geht. Achtung, nicht erschrecken, ich führe euch heute durch die Produktion im Werk in Polen. Das Glas wird hier plattenförmig angeliefert und wird anschließend als erstes auf dieser Maschine CNC zurechtgeschnitten und am Ende auf einer Metalllehre nochmal überprüft. Als nächstes bekommt jede Scheibe einen schwarz einlackierten Rahmen. Das heißt, jede Scheibe hat eine eigene Form. Und mit einem Siebdruck wird dieser Rahmen aufgedruckt. Jeder von euch hat schon mal festgestellt, dass Frontscheiben immer gekrümmt sind. Das heißt, als nächstes muss diese Krümmung hergestellt werden. Hier hat jede Scheibe eine eigene, bereits vorgekrümmte Form, wo nun beide Glasscheiben, die innere als auch die äußere, aufgelegt werden und das Ganze einmal durch den Ofen geht, wo unter Temperatur die beiden Glasplatten die Form der Form annehmen. Da es sich bei der Frontscheibe um ein VSG-Glas handelt, Verbund-Sicherheitsglas, müssen im nächsten Schritt die beiden Hälften wieder voneinander getrennt werden und anschließend kommt eine ca. 0,7 mm extrem reißfeste Folie dazwischen. Dieses geschieht in einem Reinraum, das heißt, wie ihr an der Arbeitskleidung erkennen könnt, ist dieser Raum frei von jeglichen Verunreinigungen, sodass man ausschließen kann, dass in der fertigen Scheibe am Ende irgendwelche Partikel zwischen den beiden Hälften sind. Natürlich muss auch die ganze Luft zwischen den beiden Scheiben raus und genau aus diesem Grund wird ein Keder rundum montiert,
welcher die beiden Scheiben luftdicht umschließt. Und anschließend wird ein Unterdruck zwischen die Scheiben gezogen, sodass jegliche Luft raus kann und die beiden Scheibenhälften bündig an der Folie anliegen. Nachdem der Unterdruck zwischen den Scheiben hergestellt war, wandern die Scheiben einmal durch einen Ofen, in welchem die Folie zwischen den Scheiben wieder klar wird. Anschließend wandern die Scheiben noch für einen bestimmten Zeitraum in den Autoklaven, wo unter hohem Druck, in diesem Fall 12 Bar und hoher Temperatur, wirklich die allerletzte Luft aus den Scheiben rausgequetscht wird. Im letzten Schritt durchläuft jede Scheibe noch eine Sichtkontrolle vor einem speziellen Hintergrund, bevor sie anschließend in Holzkisten verpackt wird und für den Transport gesichert wird. Damit unsere Frontscheibe nun anschließend auch im Straßenverkehr in Europa bewegt werden darf, gibt es hierfür spezielle Prüfregularien. Zum einen wird auf der Innenseite ein Versuch vorgenommen mit einem Gewicht, welches drauf fällt. Zum anderen wird das Gleiche auf der Außenseite gemacht. Anschließend wird mit einer Leere überprüft, wie groß die Beschädigung an der Scheibe ist. Sobald diese Tests erfolgreich abgeschlossen sind, bekommt die Scheibe ihre Zulassung. Ob eine Frontscheibe für den Straßenverkehr zugelassen ist, seht ihr an der E-Prüfnummer. Scheiben, die in Amerika bewegt werden sollen, brauchen zusätzlich noch eine DOT-Nummer. Das war die Fertigung von unserer Frontscheibe in Polen und jetzt geht es zurück nach Deutschland, nach Melle und wir gucken mal, was die Scheibe am Ende wiegt. So, das war mal, ich glaube, das erste Mal auf diesem Channel eine etwas andere Art von Werksführung. Mhm. War leider Corona-bedingt in Polen nicht möglich, dass wir vor Ort ohne Masken und so weiter filmen. Verständlicherweise, wir waren froh, dass wir überhaupt hin konnten. Und dazu kam auch noch, es ist halt eine Produktion, das war so lauter, dass wir uns am Ende überlegt haben, es ist einfach cooler, das Ganze so zu gestalten. Ja. Aber was halt extrem cool ist, was ihr gerade gesehen habt, die haben sich wirklich die Zeit genommen und haben wirklich an jeder Station genau unsere Scheibe gefertigt. Genau. Sodass wir wirklich jetzt gerade einmal komplett zeigen konnten, wie diese Scheibe hier mit dem Leitglas-Logo bei Nordglas hergestellt wurde. So, das Allercoolste schon mal, ich sehe ein E-Prüfzeichen. Korrekt. Das heißt, radar. Die Versuche, die wir gesehen haben, hat alles geklappt, reicht alles, ist alles mit TÜV. Ja. Richtig. Das ist ja schon mal, der erste Schritt in die richtige Richtung. Wart ihr das erste Mal in Polen im Werk oder wart ihr schon mal da vorher? Ich war schon mal da, aber das ist schon wirklich ein bisschen länger her, ist viel passiert in der Produktion. Nö, allgemein Produktion, ja klar, sind wir viel in der Welt unterwegs, gucken da, wo wir das Glas herkriegen, da wollen wir natürlich auch wissen, wie das gemacht wird. Ja. Von daher. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass dieser Scheibenmarkt dann doch so riesig ist. Weil was sagten die, 1 Million Scheiben ja, werden da hergestellt? Mhm. Das muss ja auch alles irgendwo hingehen, ne? Aber es gibt halt weltweit einfach so viele Autos. Ja, richtig. Auch alleine der Satzteilmarkt, ne, ist natürlich riesengroß. Wenn man sagt, ungefähr 5% der Fahrzeuge haben Glasschaden im Jahr und wenn man sich dann mal überlegt, wie viele Fahrzeuge wirklich weltweit unterwegs sind, dann ist alleine der Ersatzteilmarkt riesig plus dann halt Fahrzeugproduktion kommt ja noch dazu. Ne? Jedes Fahrzeug braucht eine Scheibe, dass das Werk verlässt. Da kommt natürlich dann einiges zusammen. Das heißt, Nordglas liefert auch direkt an die OEMs für die Fertigung? Auch, ja. Wie ist das mit, habe ich mir dann auf dem Rückweg so überlegt, Thema Entsorgung von den ganzen Scheiben? Weil das, was ja alles aus dem Auto rausfliegt, muss ja irgendwo hin. Wird das wiederverwendet? Kann man da wieder eine Scheibe raus machen? Oder ist das als diese Verbundbauweise sehr schwer zu recyceln? Ja, also recyceln kannst du es natürlich schon in gewisser Weise. Das Grundproblem ist, wegen auch Verwenden für Fahrzeugglas, es gibt sehr hohe Anforderungen an die Glasqualität, wegen der Optik. Mhm. Das heißt, das Glas ist zu verschmutzt, das kann ich jetzt nicht verwenden für eine neue Pkw-Produktion. Aber man kann das so zerhäckseln und so verwerten, dass man zumindest Glas und Kunststoff trennt. Dann kann man den Kunststoffbereich wieder einschmelzen und der Glasbereich wird dann für unterschiedlichste Anwendungen benutzt, zum Beispiel im Straßenbau. Wenn man im Dunkeln fährt, dann fällt einem das oft auf, dass die Straßen ziemlich stark Licht reflektieren. Das liegt dann auch an den Glasanteilen mit, die dann in den Straßen verarbeitet werden. Das hauen die Hammer in die Straßen rein. Ja, richtig. Ja. Warum nicht? Jo. Irgendwas im Werk, was euch am meisten
wie sagt man, was ihr am coolsten fandet, was euch am meisten imponiert hat? Ja, also das ist auf jeden Fall die Flexibilität, ne? Also dass man wirklich sagt, ich kann ja auch mal eine kleine Charge durchknallen. Mhm. Wir brauchen ja nur mal für das Fahrzeug jetzt keine 200, 300 Stück, sondern dass man sagt, okay, wir machen auch mal kleinere Stückzahlen und dass dann halt einfach diese komplette Umstellung mit der neuen Produktion auch mit dem Fokus Qualität, das ist schon sehr, sehr nett. So, bevor wir jetzt zum spannenden Moment kommen und diese Scheibe wiegen, ich habe natürlich die Waage wieder mit, wie viele von denen wurden jetzt produziert? 25 Stück. Das heißt, aktuell gibt es unter, ihr habt schon eine Homepage fertig gemacht? Ja. Da kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht via im Online-Shop eine Scheibe kaufen, nee. Aber man kann zumindest über das Kontaktformular euch schon mal kontaktieren. Ja, richtig. Genau. Entweder Kontaktformular oder Mail schreiben. Es gibt theoretisch 25 von diesen zugelassenen Leichtbauscheiben für den B5, passt so mit A4, S4, RS4. Die Leute können euch einfach über das Kontaktformular kontaktieren. Ja. Ihr könnt die Scheiben auch einbauen, ja. Sowohl mobil als auch vor Ort. Ja. Das Ganze ist logischerweise dementsprechend auch abrechbar über die Teilkasko. Ja, also weil es ein Glasschaden ist? Ja, wenn ich jetzt einen Glasschaden habe, dann läuft das ganz normal über die Teilkasko, wenn ich eine Teilkasko habe. Abwicklung mit der Versicherung machen wir auch. Da gibt es eine Abtretungserklärung, die der Kunde unterschreibt. Das Einzige, was er halt zahlen muss, ist seine Selbstbeteiligung. Das heißt, theoretisch einfach nur anrufen und mit ein paar Kilos weniger nach Hause fahren. So soll es sein, genau. Ohne, dass das Portemonnaie dabei auch exorbitant leichter geworden ist. Ja, richtig. Was ja bei Leichtbau immer so eine Sache ist, weil Leichtbau wird halt meistens relativ schnell relativ teuer, wenn man nicht radikal alles ausbaut. Ja. Das ist natürlich immer das Einfachste. Ne? Ja, vor allem der Aufwand ist halt extrem gering. Ne? Ich habe ja irgendwie ein vorgegebenes Teil, was ich rausnehme, wieder einsetze quasi, was wir im Zweifel sogar machen. Von daher habe ich da relativ schnell wenig Aufwand und dann gleich ein gutes Ergebnis, denke ich. Genaue Preise für die Scheibe können wir jetzt noch nicht bekannt geben. Nee. Denn angenommen, jemand will nur die Scheibe einzeln kaufen, gibt es ungefähr einen, ich sag jetzt mal, einen Richtwert gegenüber einer Zubehörscheibe? Ist die exorbitant teurer oder einfach nur ein bisschen teurer, weil einfach die Auflage geringer ist? Ja gut, ich habe natürlich eine geringere Produktionsdurchlaufmenge. Ich habe von der Produktion selber, wenn es dünneres Glas ist, ein bisschen aufwendiger. Wir müssen sie speziell halt homologieren zulassen, die Scheibe. Deswegen haben wir da halt auch ein paar Kosten, aber das ist alles im geringen Anteil. Also wenn ich sonst überlege, was an Geld ausgegeben wird, um Gewicht zu sparen, dann kommen wir da bei Weitem nicht hin. Das heißt, wir reden jetzt nicht davon, dass so eine Frontscheibe am Ende 1000 Euro kostet, nein. Sondern schon im Rahmen von normalen Frontscheiben. Ja, genau. So, okay. Helge sagte auch gerade schon Flexibilität. Das macht es natürlich für euch auch extrem cool, dass man jetzt am Sortiment weiterarbeitet. Ja. Und ich vermute mal, dass da so in kürzester Zeit relativ viele interessante Scheiben dazukommen. Gehen wir auch von aus, ja. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal in den Kommentaren einmal, René guckt euch auch gerade schon, wir haben nicht unser Gewinnspiel noch vergessen, ne? Das müssen wir gleich am Ende noch machen. Ihr könnt in die Kommentare mal ballern, welche Fahrzeugtypen ihr für sowas interessant finden würdet. So, natürlich Golf die ganze Palette durch, BMW die ganze Palette durch, aber es gibt bestimmt ein paar Autos, wo man so gar nicht dran denkt, weil zum Beispiel vielleicht die Frontscheiben extra dick sind oder vielleicht auch entfallen sind und gar nicht mehr zu erwerben sind. Ja. Ich glaube auch, da können wir noch jede Menge cooles Zeug machen. So, bevor das Ganze jetzt montiert wird, das seht ihr nämlich im nächsten Teil an der Karosse dann, kommt es zum Wiegen. Also was man schon mal merkt, ist, wenn man so hochhebt, also selbst dabei merkt man schon, dass die leichter ist. Ja, man kann es also auch sehen und fühlen. Und man sieht es natürlich, ne? Wenn man jetzt hier drauf guckt, wie dick ist die Scheibe jetzt? Die hat jetzt 1,6, 1,6 und die Folie. Also sind wir... Das heißt, es war machbar, diesen 1 mm zu sparen von 2,1, 2,1 auf 1,6, 1,6. Ja. Mhm, genau. Gibt es Scheiben, die noch dünner sind als 1,6? In der Serienfertigung so gut wie gar nicht. Mhm. Also das gibt jetzt im Moment gerade Testphasen, dass man versucht, noch dünner zu produzieren. Aber das sind dann wirklich dann spezielle Serien, auch im Elektrobereich, wo man gerade so Prototypen fertigt und so weiter. Wird sicherlich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch kommen. Hängt halt aber auch immer wieder viel von der Geometrie der Scheibe ab, von der Größe der Scheibe und so weiter. Weil das hatten wir im Werk gelernt, dass die Scheiben, wenn die in die Form kommen und quasi geschmolzen werden, dass sie die Rundungen annehmen. Dabei kann es natürlich passieren, dass die Scheibe dünner wird. Und je dünner sie schon als Rohscheibe ist, je kritischer wird das natürlich am Ende. Ne? Bei einer 2,1er Scheibe, wenn die irgendwo dann wahrscheinlich auf 2,0 und an einer anderen Stelle 2,2 bekommt, ist das wahrscheinlich weniger kritisch, als wenn eine 1,0er Scheibe auf einmal nur noch 0,8 hat. Ne? Ja. Plus ich könnte mir auch vorstellen, je dünner die Scheibe wird, je schwieriger ist das, gleichmäßig diese Wärme da reinzukriegen.
ja, wenn die einfach weniger Masse und ja, so weiter hat. Ne? Ich denke auch wegen der Sicherheit, ne? Also ganz, ganz dünn. Ganz dünn geht ja dann auch wieder nicht, wegen den ganzen Tests, die, die halt. Nicht durch die Zulassung. Ich überlege auch gerade, ob das nicht das allererste Mal bei unserem Channel was mit TÜV ist. Ne? Also was wirklich auspacken, anbauen ist. Ne? Ja. Ja, ich habe halt kein Teilegutachten oder keine Eintragungspflicht, genau, oder was auch immer. Es ist halt ECE zugelassen und damit. Bei uns ist meistens immer mit Glück mit Gutachten und Einzelabnahme und so weiter. Ne? Ja. Aber also wirklich mal anbauen und glücklich sein, ist natürlich. Hat was, oder? Hat auch mal was. So. Was hatten wir, die alte Scheibe? 11,7, ne? Mhm. 9,4. 9,4. Nach Adam Riese 2,3 Kilo. Krass. Ja. So, dafür, dass wir. Warte mal, können Sie jetzt mal hatten, dass ich eben so rum, ja? 2,3 Kilo für theoretisch nichts. Ja, für nichts. Mehr oder weniger. Bei einer Scheibe. Wir sind ja erst am Anfang. Das Auto hat ja zum Glück noch ein paar Scheiben mehr. Ja. So, das heißt, realistisch gesehen könnte man wahrscheinlich an dem ganzen Auto, ich sag jetzt mal vorsichtig, so 7 bis 10 Kilo an allen Scheiben holen. Ne? Wenn wir die anderen Scheiben auch einen Millimeter dünner kriegen, ja. Habt natürlich das Problem, gerade die Seitenscheiben, sagtet ihr ja schon, dadurch, dass die in der Dichtung hoch und runter fahren. Ja. Wenn da natürlich die Scheibe jetzt auf einmal dünner ist. Ja, aber man muss ja noch ein paar Ideen für die Zukunft haben. Ne? Genau, also da sind wir dran, aber da es eben ESG und kein VSG ist, müssen wir da ein bisschen gucken. Heckscheibe auch ESG? Ja. Das heißt, wie dick wird die ungefähr sein? So, irgendwas, was man Richtwert hat? Was hat sie jetzt original? Ja, die liegt dann zwischen 3,15 und 4 mm. Mhm. So, je nach Serie, je nach Baujahr und so weiter. Wird eine VSG-Scheibe durch die Folie dazwischen auch stabiler oder ist das rein nur Splitterschutz? Es gibt auch Stabilität, ja. Gibt auch Stabilität. Ja, weil ich natürlich die Verbindung zwischen zwei Glasscheiben herstelle, ne, und dann Zugscherkräfte und so weiter. Okay. Ja, das heißt, man könnte da nochmal gucken bei der Heckscheibe, dass man die vielleicht auch noch ein bisschen. Ja, also wie gesagt, die sind teilweise schon extrem dünn, ne? Mit 3,15 mm da. Ja, ja. Die noch dünner machen, da sind wir gerade dran, einen Partner zu finden, mit dem wir das ganze Projekt weiter forcieren. Ich bin verhalten optimistisch, also ich glaube schon, dass wir da was hinkriegen. So, und von daher 3,15 wäre ja theoretisch auch das gleiche in der Serie schon, wie die Scheibe jetzt hat, nur ohne die Folie zu schneiden. Ist auch möglich, so eine dünne Scheibe mit so einer Scheibenheizung herzustellen, ja, oder geht das nur ohne? Ja, geht auch, weil die Heckscheibenheizung in der Regel auf der Scheibe ist. Ja. Also so völlig egal, was ich da für eine Scheibe habe, die wird auf die Scheibe aufgebracht. Also jetzt im Frontscheibenbereich haben wir das auch schon teilweise gemacht. Ne? B5 gab es nicht mit Frontscheibenheizung. Wenn jetzt jemand unbedingt eine Heizung möchte, gerade im Rallye-Sport oder ähnliches, wenn die Scheibe viel beschlagen, dann haben wir das schon teilweise gemacht, dass wir im kleinen Serienbereich dann speziell für Fahrzeuge gesagt haben, okay, dann machen wir die Scheibe mit Heizung, dann bauen wir dir einen Schalter ins Auto, dann kannst du die halt auch nicht nur über Belüftung halt heizen, sondern dann direkt mit der Heizung integriert, und dann ist das ein bisschen einfacher in gewissen Fahrsituationen. Ne? Also wenn ich überlege, wie viele Titanschrauben ich an dem Auto anschrauben musste, um über 2 Kilo zu sparen, ist das auf jeden Fall krass. Cool. Ja. Dafür, dass ich die Scheibe eh neu machen musste, es eh unter euch haufenweise Leute geben wird, die seit 10 Jahren eine Frontscheibe drin haben. Mit Sicherheit. Und selbst wenn es nur 2,5 Kilo sind, 2,3 Kilo ist halt auch ein bisschen was. Ne? Eine Idee habe ich gerade noch. Bietet ihr auch Reparatur von Steinschlägen an? Bieten wir auch an, klar. Weil wir machen nämlich bis zum Jahresende so ein Gewinnspiel. Derjenige mit den meisten Likes auf seinen Kommentar gewinnt immer etwas. Ja. Und jetzt kommt mir gerade so die Idee, wir könnten ja in diesem Video machen, derjenige, der den coolsten Kommentar schreibt mit den meisten Likes, kann hier in Melle vorbeikommen und kriegt einfach einen Steinschlag repariert. Kein Problem. In der Scheibe. Wenn sie natürlich zu retten ist und nicht. Genau. Also vielleicht gibt es ja sonst auch eine Lösung für so einen Riss. Aber ja gucken, was für Fahrzeug das ist und so weiter. Ja, ja. Aber sonst seid ihr herzlich hier in Melle eingeladen und könnt einmal eure Scheibe reparieren lassen. Kein Thema, das ist überhaupt kein Problem. Tja, was soll ich abschließend sagen? Ich freue mich über dieses Projekt, hat mega Spaß gemacht. Ich vermute mal einfach so, dass das erst der Anfang ist. Ja. Weil ich auch merke, dass dieses Thema Leichtbau definitiv für viele immer interessanter wird. Ja. Vor 10 Jahren hat da so noch gar keiner dran gedacht. Aber irgendwie, da man leistungsmäßig immer höher kommt und es immer schwieriger wird, mehr PS rauszuholen, fangen halt wirklich dann langsam welche an und wollen halt passend dazu auch die Kilos ein bisschen senken. Ja, vor allem, ich habe auch mal keine Gedanken machen, ob es eingetragen werden muss oder nicht. Ich muss nichts irgendwie an der Struktur ändern, muss irgendwelche Dachhimmel rausreißen oder sowas, sondern ich habe was drin, kriege was anderes rein und habe halt meine 2-3 Kilo, je nach Größe der Scheibe natürlich gespart. Ne?
Okay, so, wir fassen zusammen, 2,3 Kilo vorne gespart, haben noch Potenzial, Heckscheibe, Seitenscheiben und so weiter. Ja. Wir blenden jetzt nochmal den Leitglas-Link ein, als auch eure Instagram-Seite. Da wird man bestimmt mit der Zeit auch mal ein bisschen up-to-date bleiben können, was es so an neuen Projekten gibt. Wir versuchen es, ja. Falls ihr irgendwelche Anfragen habt, irgendwelche Kleinserien, wo man jetzt gerade gar nicht dran denkt, ist auch möglich. Ja. Also wir arbeiten auch viel mit Prototypenherstellern zusammen und auch mit Kleinserienherstellern, die dann halt entsprechend auf uns zukommen und halt einfach unsere Erfahrung dann irgendwie nutzen wollen, zu gucken, welcher Hersteller kommt in Frage, wer kann wie, wo, was machen. Da sind wir halt mit unserer Flexibilität dann immer so ein bisschen am Pushen. Sehr schön. Ich würde sagen, so viel zum Thema Leichtbau mal wieder. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video entweder hier oder in Hannover, wenn wir den Schalm einkleben. Ja, genau. So machen wir es. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.